Das Autohaus Ground Enders bietet Service, den Kunden erwarten. Modernste Konfigurationsmöglichkeiten lassen Sie vor Ort Ihr Wunschfahrzeug perfekt zusammenstellen und präsentieren. Unser kompetentes und erfahrenes Verkaufsteam berät Sie individuell bei der Wahl Ihres Wunschautos. Das Autohaus Ground Enders heißt Sie in 8 Filialen in Hessen herzlich willkommen. Vielleicht ist Dominik Rummel in 2 Wochen wieder fit, hofft Thomas Brendel. Doch heute gegen den 1. FC Viktoria Kelsterbach muss es nochmal ohne den Fulderer Torjäger funktionieren. Um im Rennen um Platz 2 zu bleiben, müssen heute 3 wichtige Punkte gegen die Gäste aus dem Tabellenkeller erzielt werden. In der Anfangsphase gestaltet sich die Begegnung wenig ansehnlich, kaum Chancen und einige Fehler schleichen sich ein. Kornagel versucht es nach gut 15 Minuten aus der Distanz. 5 Minuten später. Dennis Müller führt den Standard aus. Vedran Djekovic kommt an die Kugel und trifft ins lange Eck. Die Borussia auf Kurs, die Führung nach 20 Zeigerumdrehungen. Von den Gästen nichts zu sehen. So nun weiter Fulda im Angriff. Markus Kröger versucht artistisch die Führung auszubauen, doch nicht von Erfolg gekrönt. Weiter geht's dann mit dem 25-jährigen Verteidiger. Er spielt den perfekten langen Ball in die Spitze auf Matija Porecki. Der netzt ein zum 6. Mal in dieser Saison. Mit diesem Ergebnis geht es auch in die Kabinen. Thomas Brendel kann zufrieden sein. Die zweiten 45 Minuten beginnen unverändert. Borussia spielt weiter munter nach vorn und von Kelsterbach kommt nichts. Porecki wird in Szene gesetzt, doch der Druck hinter dem Kopfball fehlt völlig. Leichtes Spiel für Keeper Nemanja Sauler. Vielleicht kommen die Gäste nun doch nochmal ins Spiel. Dennis Dokku steckt durch auf Alexander Scholz, doch zu harmlos Tobias Wolf ohne Probleme. Mehr kommt nicht vom 16. der Tabelle. Fulda in der Folge bemüht, den Sack zuzumachen. Felix Beck versucht es wie Ex-Borusse Ingmar Merle für Baunatal mit der direkt verwandelten Ecke. Doch Sauler pariert. Der nächste Eckstoß folgt. Dennis Müller nimmt sich der Sache an. Der kommt gut und Marc Jaksch, gerade eingewechselt, nickt ein zur endgültigen Entscheidung. Das 3:0 für Fulda und gleichzeitig der Endstand der Partie. Borussia Fulda gewinnt hochverdient gegen Kellerkind Viktoria Kelsterbach und bleibt im Rennen um Platz 2. Die Stimmen folgen in einem gesonderten Video.